Selbstständigkeit in 60 Sekunden, heute mit Sonny von Arang. Was machst du mit Arang, Sonny? Bei Arang geht es um die koreanische Küche. Ganz konkret sind es koreanische Bio-Seetangsuppen und koreanische Marinaden, die ich vor ungefähr 15 Monaten auf den Markt gebracht habe und jetzt fleißig verkaufe. Wie bist du denn dazu gekommen? Das kam nicht über Nacht. Also in der Tat, ich kann ja sonst einfach auch mal zeigen, das ist das Produkt, also das ist die Seetangsuppe. Und als ich schwanger war mit meinem ersten Kind, das ist immerhin schon 8 Jahre her, in der Zeit habe ich ganz viel Seetangsuppe für mich gekocht. Das ist in Korea Tradition, wenn man schwanger ist und gerade Frauen nach der Geburt werden mit Seetangsuppe versorgt. Das ist eine klassische Wochenbettsuppe. Und das habe ich gemacht und ich habe das mal meiner Freundin und Hebamme erzählt und die sagte irgendwie dann, vielleicht aus Witz, sagte so, ja, dann bring das doch raus. Und das habe ich natürlich nicht gemacht, aber ich fand die Idee sehr charmant. Und dann waren das so Gedanken, das kreiste immer in mir. Die Idee hat mich nicht losgelassen und dann kam Corona. Dann war ich sowieso auch in einer Situation, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, möchte ich das, was ich gerade mache im Angestelltenverhältnis, noch weitermachen oder was gibt es eigentlich noch? Ne? Ich glaube, Corona hat bei ganz vielen irgendwie so das Leben auf den Kopf gestellt. Und dann ging das so in ganz langsamen Schritten los. Also erstmal so ein bisschen testen, ausprobieren, so ein Pop-up-Event machen, gucken, wie schmeckt den Leuten das überhaupt, können sie sich das vorstellen. Genau, dann habe ich mich Schritt für Schritt rangewagt und dann irgendwann war es so weit, dass ich dann auch gesagt habe, ich schaffe das nicht mit Teilzeittätigkeit von 20 Stunden, 2 kleine Kinder, die waren jetzt noch mal ein bisschen kleiner als jetzt, und irgendwie nebenbei so ein Produkt auf den Markt bringen. Und habe dann gesagt, okay, gehst noch mal in Elternzeit für 8 Monate, die sind aber auch sehr schnell rum. Und in der Zeit war das Produkt immer noch nicht auf dem Markt. Aber dann habe ich mir gesagt, nee, zurück willst du nicht. Und jetzt musst du einfach mal ja, dich entscheiden. Und ich habe gesagt, ich steige aus dem Unternehmen, wo ich lange gearbeitet habe. Und habe dann gekündigt, ohne dass ich eigentlich wirklich noch ein Produkt hatte. Aber es ging für mich nicht anders. Diese Dreiteiligkeit hat mich damals fertig gemacht, muss ich sagen. Ist ja total krass. Woher hast denn du den Mut genommen, diesen Schritt zu gehen und dann zu sagen, ich mache das jetzt einfach? So mutig finde ich das gar nicht. Das sagen immer ganz viele. Aber ich glaube, ich bin vom Typ sowieso jemand, wenn ich sage, ich mache das, dann... Man muss ja immer sagen, komm, ich bin ausgebildet. Ich kann, wenn alles nichts klappt oder wenn nichts klappt, dann kann man immer noch wieder woanders einsteigen. Also es ist ja nicht so komplett, dass man alles aufgibt und so. Und ich war immer der Meinung, also ich glaube, zum Teil wurde mir das vorgelebt, meine Eltern. Daher kommt auch der Name Arang, denn Arang ist der Name des ersten koreanischen Restaurants in Norddeutschland. Wow. Und das wurde 1975 von meinen Eltern gegründet, in der kleinen Reichenstraße 16, also gar nicht so weit weg von hier, wo wir gerade sind. Und die haben uns eigentlich Unternehmertum immer ein bisschen vorgelebt. Und wir haben das natürlich in allen Höhen und Tiefen auch mitgekriegt. Also zum Teil die Freiheiten, die man hat, aber dann natürlich dann auch das Risiko, finanzielle Risiko, auch die Verantwortung und so weiter. Und ich glaube, das färbt sicherlich unbewusst irgendwie ab. Und ich habe eigentlich schon immer gesagt, wenn ich eine zündende Idee habe, dann würde ich das machen. Aber ich habe nie nach einer Idee richtig gesucht. Also es hat sich dann so ein bisschen gefügt und ich habe gesagt, vor allem war für mich ausschlaggebend, komm, du bist jetzt Ü40 und wenn du es jetzt nicht probierst, wann dann? Krass, aber ich gebe dir auch total recht, ne? Es ist so, also es fühlt sich natürlich persönlich schon als großer Schritt an, aber wenn man, also vor allen Dingen bei dem Arbeitsmarkt, wenn es nicht klappt, kann man ja immer wieder zurückgehen. Ja. Also ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, ja. Denn ich habe durchaus meine Mission, aber ich finde es immer trotzdem gut zu wissen, dass es geht. Genau, also wünsche natürlich das auch keinem, aber so gefühlt, also manche Leute, stelle ich fest, für die ist diese Hürde so riesig und eigentlich muss man sagen, so das tiefe Fallen ist ja gar nicht so tief, zur Not geht man halt wieder in irgendeine Form zurück. Ja, und ich finde das ganz interessant, wir haben leider in Deutschland nicht so diese Kultur des Scheiterns, das ist ja in Amerika zum Beispiel, auch in Korea, irgendwie wird das ganz anders gehandhabt. Und ich glaube aber, dieses Land braucht das. Ne? Ja. Also mehr Leute mit Mut und die wirklich sagen, ich will das wirklich umsetzen und in Bewegung gehen. Ja.
Aber zurück zu deinem Start. Und dann hast du den Schritt gewagt. Wie ging es dann weiter? Wie hast du das Produkt dann in den Markt gebracht? Was damals für mich eine sehr große Hürde war und was auch einfach am meisten Zeit geklaut hat sozusagen, war den richtigen Produzenten zu finden. Weil für mich war von Anfang an klar, dass ich so ein Produkt wie eine Suppe nicht einfach alleine koche und abfülle. Da sind schon die Hürden da aufgrund der Haltbarkeit. Also das Produkt ist jetzt 2 Jahre haltbar. Das kriegt man auch nur mit einem Autoklav hin. Das hat man nicht einmal so in so einer Mietküche stehen. Und ich bin total branchenfremd. Das war nicht einfach. Das heißt, ich habe natürlich eine Absage nach der anderen kassiert bei Produzenten, als ich angerufen habe und hatte keinerlei Vorstellung, wie das abgeht. So. Und dann tastet man sich ran. Man weiß, ich kann jetzt nicht irgendwie 5-stellig 10.000 Gläser in Auftrag geben. Das geht nicht. Und da musst du auf die Suche nach dem richtigen Produzenten gehen. Und das war letztendlich eine Mischung aus Netzwerk und selber viel mit Leuten sprechen. Also irgendwann bin ich dann doch über Google auf ihn gestoßen, aber auch nachdem ich erst gelernt habe, wonach ich richtig suchen muss. Ne? Und dann hast du jemanden gefunden und die haben das für dich gemacht? Ja, so einfach ging das auch nicht. Also ein bisschen Produktentwicklung ist damit dabei. Das ist meine Rezeptur. Dann macht man halt klassischerweise erstmal ein NDA und so weiter. Und dann bin ich natürlich hingefahren. Das ist Firmensitz, zwar Brandenburg, aber er produziert selber in Sachsen-Anhalt. Und ja, dann fing es erstmal an. Dann habe ich auch gemerkt, so wie ich das zu Hause koche, geht das natürlich nicht genau für so ein Produkt. Das heißt, wir mussten die Rezeptur umstellen. Wir mussten vieles ausprobieren. Ja. Dann haben wir das so in die Wege geleitet. Also es ging über Monate. Ne? Das ist nichts, was von heute auf morgen dann entsteht. Krass. Und dann? Ja, dann waren die Produkte da. Und das klingt jetzt rückblickend irgendwie total naiv, würde ich mal sagen. Aber das Problem ist ja, also es ist nach wie vor eine One-Woman-Show. Und ich war so damit fokussiert, dieses Produkt erstmal fertig zu kriegen, auch so von Kleinigkeiten. Wie mache ich das Etikett? Ich finde Bio-Zertifizierung. Woher beziehe ich meine Rohstoffe? Und plötzlich war es fertig und ich habe überlegt, wie verkaufe ich denn? Und da kann ich sagen, also ich hatte eine vage Vorstellung davon, wie ich verkaufe, aber sich vielleicht konkret zu überlegen, wie will ich wirklich verkaufen oder was ist der richtige Weg, das ist wirklich sehr wichtig. Und das habe ich dann sozusagen parallel dann erst sozusagen mich rangetastet. Ich glaube auch, dass das völlig in Ordnung und legitim ist. Aber manchmal frage ich mich so, krass, dass du eigentlich einfach ein Produkt auf die Welt gesetzt hast, ohne eigentlich genau zu wissen, wie du verkaufen willst. Aber zum Teil muss es Schritt für Schritt erfolgen. Also bei mir ging es nicht anders. Ja, und wo stehst du jetzt? Wo stehe ich jetzt? Also ich bin schon stolz, dass es meine Suppen zum Beispiel in Berlin flächendeckend in den Biodance-Märkten gibt. Auch erst im Nachhinein habe ich irgendwie festgestellt, dass das nicht unbedingt so easy und einfach ist. Und die Zusage, mag es Glück sein, Zufall sein, richtiges Timing, war zumindest da. Und dann dachte ich natürlich, super, 2023 werde ich jetzt noch den Großhändler und so weiter, werde ich alle kriegen. Und plötzlich habe ich nur Absagen gekriegt. Und da hat man gemerkt, okay, das Spiel geht anders. Das war vielleicht ein bisschen Zufall, Glück und wie auch immer. Aber Food und Handel ist einfach nochmal ein Thema für sich. Ich habe parallel natürlich dazu dann auch einen Shopify-Webshop sozusagen gestartet. Und auch da ist es nicht so, nur weil der Shop fertig ist, dass die Bestellungen reinkommen. Und was natürlich immer hilft, ist grundsätzlich das ganze Thema Sichtbarkeit. Ne? Also ich habe dann letztes Jahr im Mai erfolgreich noch eine Crowdfunding-Kampagne abgeschlossen. Denn mir ging es vor allem bei diesem Produkt, das zweite Produkt, ging es mir darum, dass ich weg von der eigenen Produktion wegkomme. Also ich habe das noch händisch selber produziert in Mietküchen. Ich habe Marinaden in 2 Sorten. Und wenn man selber produziert, also damit hat man immer schon eine Menge zu tun, da musst du zusehen, wie vermarktest du es und wie verkaufst du es. Und auch da bin ich einfach sehr an meine Grenzen gekommen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machst du eine Crowdfunding-Kampagne. Ich hätte es niemals alleine gewagt. Ich war damals für ein halbes Jahr in dem so ein Female-Founder-Programm, CreateF, und da wurden wir irgendwie so ein bisschen einfach ins kalte Wasser geschubst. Ne? Und das war total gut. Ja, und dann hatte ich eine Crowdfunding-Kampagne, die sehr arbeitsintensiv war, aber hat sich gelohnt. Ich habe 11.000 Euro eingesammelt. Und es hat vor allem auch, wie das halt so ist, du bist sichtbar mit deinen Produkten, auch selber so als Gründerin. Das hat natürlich dann auch hier und da nochmal einige Türen geöffnet. Und ja, so ist das dann weitergegangen. Und wo stehe ich jetzt? Das ist ja 2024 Jahresbeginn und ich habe für mich letztens mal so einen Rückblick gemacht, weil 2023 war trotzdem sehr durchwachsen. Also es gab tolle Erfolge,
Es gab aber auch auf jeden Fall Sachen, die nicht gut geklappt haben oder wo ich mir viel mehr erhofft hatte und mir ein bisschen auf die Nase gefallen ist, sage ich mal. Natürlich kann man sich das vorwerfen. Auf der anderen Seite, woher soll man es denn wissen? Aber trotzdem tut es weh, wenn man Geld irgendwie verbrennt. Also wenn du bitteres Lehrgeld zahlst, ne? Und für mich war einfach wichtig, dass ich 2024 diese Sachen, die sich vielleicht auch intuitiv nicht gut angefühlt haben, dass man besser entscheidet, ne? Also dass man die Fehler wirklich nicht wiederholt. Und dadurch, dass 2023 einfach auch sehr unterschiedlich war, also man hat gesehen, was funktioniert nicht, konzentriere ich mich natürlich auf die Sachen, die funktionieren oder das Potenzial haben, dass sie funktionieren. Und darauf ist es jetzt so ausgerichtet. Mal gucken. Cool. Also da kann ich dich auch beruhigen. Das geht mir heute noch so, dass ich mich über das, was nicht funktioniert, natürlich im Nachhinein ärgere. Und auch natürlich auch bei uns ist es so, Sachen, die wir anfangen, klappen nicht immer. Also das wird nicht anders. Das ist ständiges Lernen. Was ist denn für dich das bisher so das absolute Highlight des Unternehmertums? Was bedeutet das für dich? Auch wenn ich es jetzt gerade nicht so empfinde, dadurch, dass meine Eltern uns das schon vorgelebt haben, glaube ich schon daran, dass gerade die Vereinbarkeit von Beruf und Familie im Unternehmertum echt besser klappt. Und dass ich, es sind so Kleinigkeiten, das war für mich so früher selbstverständlich, dass meine Eltern mich in der Woche nachmittags zum Klavier, zum Geigenunterricht, zum Tanzen, zur koreanischen Schule, überall mit Elterntaxi hingeschickt haben. Und erst als ich dann später selber meine Kinder so etwas ermöglichen wollte, habe ich gemerkt, ich bin irgendwie im Angestelltenverhältnis und habe ich festgestellt, einer von uns kann ja irgendwie nur Teilzeit arbeiten. Und das fand ich irgendwie doof, ne? Wo ich so denke, das muss doch irgendwie anders gehen. Also es sind viele Aspekte, die zusammenkommen. Auf der anderen Seite, meine Erfahrung, die ich jetzt in verschiedenen Unternehmen hatte und wo immer leicht so ein unbefriedigendes Gefühl war, ist, dass ich manchmal nicht wusste, wofür ich arbeite. Also mir hat manchmal so die Vision gefehlt von den Unternehmen. Es wurde sicherlich nicht gut kommuniziert oder vielleicht gab es auch keine Vision, das muss man auch dazu sagen. Und ich finde es toll, dass ich jetzt in meiner jetzigen Rolle selber entscheiden kann, mit wem ich zusammenarbeite, warum ich das mache. Also das große Warum, also wofür stehe ich morgens auf, das ist einfach was ganz anderes. Ne? Kannst du dir vorstellen, nochmal angestellt zu arbeiten? Also ich sage niemals nie, ne? Klar, wenn alle Stricke reißen und wenn man irgendwann auch mal feststellt, das ist ja auch immer sehr individuell, wann stellt man für sich fest, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Und wichtig ist ja auch immer noch die Freude und die Lust dabei zu haben. Ne? Also ich finde es auch wichtig, auch wenn das bei mir jetzt alles noch gar nicht so lange her ist, trotzdem immer in regelmäßigen Abständen zu prüfen, macht dir das noch Spaß? Ist das das, was du wirklich machen willst? Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, unabhängig vom finanziellen Erfolg, der dann hoffentlich ja dann auch eintritt, ne? Dass man immer noch sagt, bist du noch komplett dabei? Wenn man irgendwann das Gefühl hat, das ist es nicht mehr, klar, dann kann man sich Angestelltensein auch vorstellen. Und ich muss auch ganz klar sagen, es gibt ja auch schöne Seiten vom Angestelltensein. Also es ist nicht so, dass ich das verteufle, gar nicht. Das sehe ich auch so. Ist auch so. Es gibt beide Seiten. Ja. Was ist denn, was würdest du den anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade überlegen, sich selbstständig zu machen? Also ich bin grundsätzlich vom Typ her so, dass ich sage, wenn das eine Sache ist, die dich nicht loslässt, dann probier es aus. Weil wenn man es nicht versucht, dann wird man es niemals erfahren. Und ich glaube, man würde sich vielleicht später ärgern. Deswegen auf jeden Fall machen, aber durchaus auch überlegt rangehen. Und auch mit einer Spur von Realismus. Also ich finde es sehr wichtig und für mich war es auch sehr hilfreich, dass ich von meiner Idee, meiner Familie und Freunden und Bekannten schon sehr früh davon erzählt habe, weil das sind Menschen, die einen gut kennen und da kommen natürlich auch kritische Gegenfragen und da fühlt man sich manchmal so ein bisschen so, warum, ich bin noch voll überzeugt und sagen einige, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber trotzdem letztendlich sich dieses Feedback auch einholen und auch keine Angst davor haben, dass jemand einem die Idee klauen will oder so. Also das ist völlig unberechtigt. Also ich würde mit solchen Sachen schon anfangen, so seinem persönlichen Umfeld davon zu erzählen. Und da durchaus gut zuzuhören, was sie zu sagen haben, wo sie Bedenken haben. Aber in der Regel ist es sicherlich ein unterstützendes Umfeld, ne? Und das würde ich schon angehen, ja. Cool, alles klar. Dann herzlichen Dank dir und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.